Es gibt richtig viele Menschen, die reden sich grundsätzlich alles schön. Obwohl sie da gar keinen Anlass zu haben, machen sie es. Wenn du jetzt mal dir ein Ziel vor Augen führst, was du hast, augenblicklich oder für den Tag, aber nicht weißt, wie du da hinkommst, dann hast du gar nicht die Möglichkeit, dieses Ziel zu erreichen. Und genauso ist das, wenn du dir irgendwelche Sachen einredest. Du schaffst es nicht, weil du das nur aussprichst. Und beim Aussprechen ist es nicht getan. Wenn du dir sagst, ich kann das und das, aber in Wirklichkeit ist das gar nicht so, dann redest du dir das ein. Und einreden und eine sogenannte Einbildung heißt, dass du total verloren bist. Weißt im Grunde genommen nicht, wie man da herauskommt. Das musst du dir vorstellen mit jemandem, der schwimmt auf einer Oberfläche, aber er kommt nicht mehr hoch, weil er nicht weiß, wie man richtig schwimmt. Und wenn du dir diese Situation mal vorstellst und du gehst in den Tag hinein und du schwimmst quasi nur, du kommst aber nirgendwo raus an einem Ufer, dann hast du gar keine Möglichkeit, den Tag über richtig gelungen abzuschließen. Also sag dir einfach mal, was gibt's denn da für Möglichkeiten? Und lebe nicht mehr einfach so in den Tag hinein, sondern mach dir das bewusst, dass dieser Tag nicht endlich ist, sondern heute um 12 Uhr vorbei. Mach dir das wirklich zur Aufgabe, jeden einzelnen Moment zu genießen, solange es noch möglich ist. Denke an diese Worte, mach da was draus und bis dann.